Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, ich drücke jetzt erstmal X zum Fortfahren, denn ich muss ein bisschen was vorher erzählen. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, möchte ich euch jetzt mit dem Spiel so mal vertraut machen. Ja, es ist ein Spiel, das ist vor, schon einige Jahre her, als es damals rausgekommen ist. Das ist mir immer wieder im PlayStation Store über den Weg gelaufen, in Anführungsstrichen. Weil ich mir immer gedacht habe, okay, das sieht eigentlich schon ganz geil aus, sieht mir aber auch so ein bisschen langsam aus mit dem Pacing und allem drum und dran und sieht eher für mich so aus wie so ein, ich sag mal, Stealth-Horror, Walk-Simulator. Wo mir so, das ist nicht gerade unbedingt mein Genre, um es mal so auszudrücken. Als ich dann aber von halt verschiedensten Leuten, die ich auch persönlich kenne, gehört habe, dass das Spiel eigentlich ziemlich geil ist und dann auch mal ein bisschen was davon gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn es im Angebot ist, holt sie es einfach mal, ne? Und, habe ich dann auch gemacht für ein paar Euro und das habe ich vor einigen Jahren, das müsste auch tatsächlich in einem Zeitraum gewesen sein, wo ich auch damals Dex durchgespielt habe, ne? Habe ich mir das auch geholt und gezockt und ich fand es echt gut. Der Vorteil ist auch, ich habe fast alles von dem Spiel vergessen, genauso wie bei Dex, ne? Bis auf eine Szene, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil, wie gesagt, es ist halt horrormäßig auf jeden Fall angehaucht. Ist auch eher so Cyberpunk-mäßig, kann man auch sagen, dass es in die Richtung geht, wie auch bei Dex. Also, dass es zumindest jetzt nicht das offizielle Cyberpunk-Universum ist, aber es geht halt auch um Technologisierung und so ein Gedöns. Und ja, ich fand es damals sehr, sehr geil eigentlich sogar. War jetzt auch nicht allzu lang. Und ja, es kann aber hier durchaus sein, dass ich ein paar Mal nicht weiterkommen werde. ihr seht, ich kann hier auch theoretisch auf Weiter drücken. Ich habe extra eigentlich vor dem Let's Play alle Spielstände gelöscht. Jetzt ist nur folgendes Thema, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das heißt, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Spiel losgeht, müsst ihr ein paar, zwei Minuten, drei Minuten weiterschalten. Seitdem, also ich weiß nicht mehr genau, seit welchem Let's Play das war. Ich glaube, es war seit God of War 3. Normalerweise habe ich hier einen 60 Frames Grabber, ne? Der hier auch in Full HD und so ein Gedöns aufnehmen kann und sowas, ne? Der funktioniert zwar noch, aber ich habe keinen Rechner, wo jetzt onboard irgendwelche USB 3.0 Anschlüsse sind, ne? Und der Grabber funktioniert halt nur mit USB 3.0. Das heißt, ich habe mir vor einigen Jahren mal so eine PCI Express Karte geholt, damit ich dann zwei Steckplätze habe, die eigentlich auch immer tadellos funktioniert haben, bis ich jetzt wieder auf den Gedanken kam, ne, als ich wieder bei der PS4 war. Beziehungsweise im Adventskalender ist mir das schon aufgefallen. Aus irgendwelchen Gründen wird der Grabber nicht mehr erkannt. Also, beziehungsweise die Karte wird nicht mehr erkannt. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. So, da habe ich Folgendes gemacht, ne? Ich habe mir eine neue PCI-Express-Karte geholt, ne? Die ist jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit eingegangen. Da habe ich auch Dex unter anderem mit aufgenommen. Da hatte ich aber das Problem, ja. Ich habe hier zwei Betriebssysteme. Normalerweise, immer wenn ich mit dem 60 Hertz oder 60 Frames Grabber aufnehme, schalte ich ihn auf Windows 7 um, ne? Und alles andere mache ich mit Windows 10. Weil über Windows 10 habe ich irgendwie keinen Ton gehabt mit dem Grabber. Ich weiß nicht warum. Bei Windows 7 schon. Als ich die PCI Express Karte angestöpselt habe und den Grabber eingesteckt habe, habe ich mich gefreut, weil ich hatte auf Windows 10 Ton und Bild. Schön. Dafür hatte ich andere Probleme. Ja, das habt ihr dann vielleicht auch, wenn ihr Dex gesehen habt, dann auch gesehen. Ich hatte ab und zu einfach mal Standbild. Ja, das war schon recht nervig. Das heißt, ich konnte dann nicht ungezwungen oder entspannt eine Stunde, anderthalb aufnehmen, sondern ich musste dann immer wieder rüber gucken und checken, ob ich vielleicht Stammbild habe oder nicht. Dann war der Ton teilweise verzögert, ne? Also der In-Game-Sound vom Bild, also nicht mal meine Stimme, sondern wirklich der In-Game-Sound vom Bild. Das heißt, das hat auf jeden Fall dann immer dazu geführt, dass ich eine Nachbearbeitung machen musste. Und zu guter Letzt, die Performance war auch scheiße. Also, ich kenne 60 Frames, ich erkenne das natürlich mit meinem bloßen Auge. Und das war bei Dex die ganze Zeit immer so ein bisschen hakelig. Da schwankte immer so ein bisschen Unmut bei mir mit, wenn ich aufgenommen habe, weil ich gedacht habe, vielleicht ist mein Rechner auch einfach überfordert, keine Ahnung, ne? Vielleicht sehe ich das nur, dass es nicht so gut aussieht, aber ja, also es sind nicht ganz 60 Frames, um es mal so auszudrücken. Und das stört mich halt einfach, ne? Ich bin zwar jetzt keine Grafikhure, aber ich stehe voll auf Frames. Ja, und jetzt kann ich mit Freude verkünden, ja, ich war dumm, weil als ich die neue PCI Express-Karte hatte, hat mein Windows 7 das nicht erkannt. Ja, ich dachte, ja super, alles rein. Da muss irgendwie daran liegen und keine Ahnung. Kein Bock, mich darum zu kümmern. Bis ich dann mal auf den Gedanken kam, ich habe nochmal in diese blöde Verpackung geguckt, wo die PCI-Express-Karte drin war. Da war eine CD drin, mit den Treibern natürlich, ja. Und siehe da, ich habe den Treiber installiert und es funktioniert. Wer hätte es gedacht. Ja, der Hintergrund ist nämlich, ich habe nämlich, bevor ich das Problem gelöst habe, eine Aufnahme nämlich schon gemacht von Soma. Deswegen kann ich jetzt hier weiterspielen. Werde ich aber nicht tun, weil ich möchte eigentlich jetzt hiermit direkt auch testen, ob ich das hinbekomme, ne, dass wir, ich sag mal,
durchgehend eine gleichgängige Qualität haben, ob das jetzt hier auch alles funktioniert. Zumindest, dass wir dann innerhalb des Projekts dann mit den gleichen Problemen kämpfen, ne? Und vor allem möchte ich versuchen, aber das wird, da werde ich auf jeden Fall noch lautstärke technisch ein bisschen Anpassungen machen müssen, dass ich nichts mehr nachbearbeiten muss, ne? Das würde mich nämlich sehr, sehr freuen, dass ich einfach ein paar aufnehmen kann, den so hochladen kann. Aber gut, bis es soweit ist, das dauert noch ein bisschen. Gut, ja, so viel erstmal zur Vorgeschichte, ne? Nochmal kurz zum Spiel zurück. Also wie gesagt, das ist ein Horrorspiel aus der Ego-Perspektive. Oder Horror-Science-Fiction kann man, glaube ich, am ehesten sagen. Was sehr dunkel ist auf jeden Fall, das habe ich in der ersten Aufnahme schon wieder mitbekommen. Und sehr atmosphärisch. Also mir hat das, wie gesagt, damals sehr, sehr gut gefallen. Die erste Aufnahme hat auch wieder richtig viel Bock auf mehr gemacht. Und ich gehe davon aus, dass wir heute auch weiterkommen werden als beim letzten Mal. Ich meine, okay, das könnt ihr nicht beurteilen, kann nur ich beurteilen. Ich gucke jetzt gerade nochmal, was wir hier haben. Also ich habe den Gamma-Wert schon bewusst ein bisschen hochgestellt. Bewusst. Heimkino, ja, es passt schon, alles klar. So, machen wir ein neues Spiel. Achso, ihr könnt, das Spiel muss aussehen, Monster sind gefährlich und tödlich, du musst schleichen und dein Gehirn einsetzen, um zu überleben. So wurde das Spiel entworfen. Oder, sicher, Monster sind weiterhin gruselig, aber nicht tödlich. Schleichen ist in diesem Modus nicht nötig. Wäre für mich eigentlich geil, weil ich bin ja so ein Stealth-Legastheniker, aber gut, ist halt wie es ist. So, legen wir einfach mal los. Standard-Spiel überschreiben, ja klar, komm. Eine bewusste Entscheidung von mir. Wir haben übrigens den 13.01., ich glaube, heute kommen die letzten Parts von Mafia für euch. Und ja, ich habe das Projekt danach einfach schon komplett im Kasten. Deswegen, aber irgendwann werde ich auch mal eine kleine Aufnahmepause machen. Also ich werde dann andere Sachen machen, Spielevorstellungen oder sowas. Keine Sorge. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. So, ich stelle mich mal kurz stumm während der Sequenz. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munch? Why is there never enough time? For what? So, ich finde, ich habe die Vibration so geil hinbekommen, dass ich jetzt in meiner Heimkinoanlage hier sitze und denke, mein Handy vibriert, ne? Wahrscheinlich Julia im Nebenzimmer genauso. So, ab dafür. Ja, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Okay. So, Treffen mit David Munchie. Wir können uns jetzt hier ein bisschen in der Wohnung umschauen, wenn wir Bock haben, werden wir auch mal ein bisschen tun. Ja, bewegen, ne, linker Stick natürlich, rechts können wir uns umgucken, wir können springen mit X. Mit Kreis gehen wir in die Hocke. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts. Ja, bleibt geschmeidig. So, ja, das ist auch so ein, ja, wie soll man das nennen? Das ist auch geil da oben. Hinweis, drücken Sie auf Bad Action. Was soll das heißen? Also man kann Sachen hier aufheben, man kann sie einfach durch die Gegend schmeißen, genau. Zum Beispiel hier die Taste jetzt erstmal schön in die Wand zimmern. Sehr stabil. So, wir können hier Schubladen aufmachen. Das ist so interaktiv halt, ne? Man kann halt jeden Kram irgendwie aufnehmen. Ja, bleibt doch mal geschmeidig. Können wir uns die Zeitschrift angucken? Naja, das geht glaube ich nicht. Also ich glaube, mit dem Großteil der Objekte können wir auch nichts machen, ne? Die sind einfach nur da, weil man sie halt aufheben kann. Ja, Öffnen von Schubladen ist ja gut. Alles paletti. So, ach so, genau, man kann mit dem digitalen Steuerkreuz die Sachen auch noch zu sich herziehen. So, und hier können wir ein bisschen lesen. Robin McConnell am Haken. Mark und Jenna Miller haben endlich Zeit für eine Pause. Sie haben genug Geld gespart, um sich die lange ersehnten Familienurlaub auf Hawaii zu gönnen. Doch während die Sonne am ersten Abend vor Waikiki Beach im Meer versinkt, verwandelt sich Markus und Dianas Paradies in einen Albtraum, als sich vor ihren Augen plötzlich Schwimmer in tausenden dünnen Ranken verfangen, die ihren Ursprung irgendwo unterhalb der Wellen haben. Die schreienden Schwimmer werden langsam ins dunkle Wasser gezogen. Auch ihr 7-jähriger Sohn Charlie, der verzweifelt versucht, sich in Sicherheit zu bringen, wird von den bösartigen Ranken gefangen. Spannend, mystisch und absolut furchterregend. Am Haken wird auch sie einholen. So, können wir eigentlich den... Ach, guck mal! Hey Simon, it's Jesse. Are you working this weekend or what?
Okay, das habe ich nämlich gar nicht gehört. Mach die erstmal charmant. Ah, okay, es macht das alles auch ein bisschen Sinn, weil das werden wir gleich nämlich sehen. Weil es ist doch nicht so zufällig, wie ich beim letzten Mal behauptet habe. Ich meine, die Aufnahme, die ich natürlich nicht gesehen habe, ne, aber... Okay. Warum hängt die einfach ein Bild mit dem Kaffee, damit ich ihn nicht vergesse morgens oder was? Was sind das für Fotos? Achso, wahrscheinlich meine... Achso, ich bin wahrscheinlich Hobbyfotograf, deswegen haben wir hier auch eine Kamera, die ich gerade zerstört habe. So, sonst haben wir hier im Schrank nichts, okay. Haben wir hier irgendwas? Achso, ich sollte vielleicht erstmal Licht anmachen, fällt mir gerade ein, ne? Na, egal. Jetzt haben wir hier ein bisschen Licht. Was haben wir hier? Oh, steht auch nichts drauf. Das sind wir? Also bin ich der Linke? Der Linke Simon? Höchstwahrscheinlich, oder? Was haben wir hier? Place Lab St. Mary Hospital, Toronto, okay. Dr. Erwin Peak, steht auch nichts drauf. Ach, Meet and Greet, guck mal. Erst 11. Januar 2015. Das ist der Autor von dem Buch, wenn wir am Haken da, ne? So, Notizzettel, nein. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Hervorragender Terminkalender. Abstift, ist mir im Weg. So. Erhol dich schnell wieder, in Liebe, Mama. Schöne Karte. So, was haben wir hier? Ich kann die Schrift nicht lesen. 7 bis 12, das kann ich lesen. Und schöne Zeichnung haben wir gemacht. So, hier geht's nämlich los. So, Neurograph-Sitzung. David Munchie betreff Neurograph-Sitzung. Ich wollte Ihnen abermals für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken. Der Scan wird in den Pace Laboratories in Toronto durchgeführt werden. Aber da wir selbst Gäste sind, ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald das bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen, David Munchie. Und neues Rezept von Dr. Erwin Peak. Lieber Herr Jarrett, es freut mich zu hören, dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufig auftreten. Ihre jüngsten Testergebnisse zeigen, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt. Wie es sich aber an die Schäden anpassen wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Blutungen werden mindestens noch für die kommenden Monate anhalten. Und Sie werden uns einige Male im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Wir wollen verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird. Achso, das war in Klammern. Da sich exzessiver Stress tödlich auswirken kann, habe ich Ihnen Prazosin gegen Ihre Albträume verschrieben. Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen und nehmen Sie das Präparat entsprechend ein. Versuchen Sie, sich gut zu erholen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Erwin Peak. Nett. So, und hier nehme ich an Jesse Grimbor, Samstag frei. Hi Jesse, da du es wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dich hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die, ich guck gerade, wo wir eine Uhrzeit haben, aber nicht zu sehen. Bitte pack auch die Kisten hinter dem Tresen aus, dass sie sich langsam aber sicher zu einer Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkaufen sich Bücher auch viel besser, wenn sie in Regalen gestellt werden, bevor sie die Leute sehen können. Viel Glück, du wirst es brauchen. Simon. So, wir senden die E-Mail. Damit er auch Bescheid weiß. Better late than never. So, weil das macht dann nämlich auch Sinn, dass wir hier eine AB-Nachricht hatten. Das habe ich, wie gesagt, letztes Mal gar nicht mitbekommen. Was haben wir hier noch jemand Interessantes drin? Ah, okay. Junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ums Leben. Freitag, 10. April 2015. Toronto, von ihren Kindern abgelenkt, fuhr gestern eine Pkw-Fahrerin bei Rot über die Kreuzung von Bloor Street und Spadina Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Die Mutter und ihre Kinder, die in einem robusten SUV unterwegs waren, überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Blut in ihren Lungen. Ihr Lebensgefährte und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Simon Jarrett, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Der Fahrerin des SUV zufolge handelte es sich nicht um einen nicht zu vermeidenden Unfall. Ihr Name wurde nicht von der Polizei veröffentlicht. Das wäre auch assi. Haben wir hier noch? Nee. Ja gut, aber jetzt wissen wir zumindest schon mal, ja, unsere Freundin, Frau, was auch immer, ist wohl bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und ja, wir sind jetzt immerhin allein und... Ach, guck mal. Ah, schön. Jetzt sehe ich auch dieses Grimoire. Ich habe mich nämlich letztes Mal gefragt, warum sind da so Aufkleber drauf? Das ist die Comic-Session gewesen hier, ne? Wo der sein Buch hat unterzeichnen lassen. So.
Cinema Variety, mein Gott, das ultimative Filmmagazin. Sommerblockbuster, Japanimation größer als je zuvor, Stunts vs. CGI. Und was ist ein Bottle-Movie? Gute Frage. Massive Recall 2, Flawless Execution, 13. Dezember im Kino. Ist das? Achso, Mäppchen. Okay. Oh, das, da kann ich noch was nehmen. Das ist falsch rum. Okay. Darf ich das auch drehen, oder? Warte. Hä? Es ist unglaublich. Ich bin nicht in der Lage, es richtig rumzuhalten. Wow. Ach, dann leg mich doch am Arsch, ich, ey. So, was haben wir hier? Okay, nichts Interessantes. Scheißhaus. Darf ich spülen? Okay, oh, der ist auf jeden Fall so einen lustigen Schutz. Was haben wir hier? Zähneputzen brauchen wir nicht. Der Rasierschaum kann weg. Boah. Ach, guck mal, meine Hose war wohl das. Habe ich eine Hose? Ich kann nicht sehen, ob ich eine Hose anhab. Habe ich einen Spiegel? Nein, okay. So, ja, da sind wir jetzt eigentlich schon mit der Wohnungserkundung fast fertig. Mapping Minds von Albert Isaacson. Dieses Werk erhielt viel Lob als einer der ausführlichsten und dennoch zugänglichsten Abhandlungen über die Anatomie des menschlichen Gehirns, dessen Funktion und unsere Wahrnehmung des Bewusstseins. Finden Sie heraus, wie Ihr Gehirn von seinem Körper abhängt, warum es nicht mit einem Computer gleichzusetzen ist und eine Vielzahl anderer interessanter Fakten, die Ihren Kopf zum Rotieren bringen werden. Diese Ausgabe beinhaltet außerdem zwei neue Kapitel über die Entwicklung des Gehirns und wie diese unser Verhalten in verschiedenen Lebensabschnitten beeinflusst. So. Was haben wir hier? Achso, genau, hier ist die Massive Recall 1 DVD. John Hughes ist ein korrupter Polizist in Hongkong. Sein Leben wird komplett umgekrempelt, als er eines Tages die mysteriöse Ausländerin Amber trifft, die von der Golddrachen-Triade gefangen gehalten wird. Machen Sie sich bereit für einen Kampf ohne Gesetze, denn jetzt ist es an der Zeit, mit der Triade, der Polizei und den übernatürlichen Kräften des Untergrunds aufzunehmen. Machen Sie sich bereit für Massive Recall. Oh. Right. Watching TV gives me headaches now. Thank you, Brain. Steh nicht so an. Mensch. Oh, Pizza. Pizza. Guck mal. Boah, finde ich aber auch so richtig. Nee, so unter der Couch und so ein Pizzakarton. Wer weiß, wie lange das schon liegt. Lass mal stecken. Genau, hier haben wir, glaube ich, irgendwie Pan-Pizza oder wie hieß das? Ja, hör doch auf mal, dich da zu drehen. Hallo? Noch bist nicht in der Mikrowelle. Genau, Pan-Pizza. Ja, hier in den Schränken ist, glaube ich, nur uninteressantes. Ach nee, doch nicht. Guck mal. Wir haben es gefunden. Okay. Was ist zur Benutzung, wenn der Gegenstand wieder angezeigt wird? Okay. So. Guten Durst. Ich hoffe, er schmeckt wenigstens. Das ist wohl krass, das ist nicht die Flasche, ne? So. Ja, sonst haben wir ja eigentlich nichts mehr Interessantes mehr. Schönes Rohr. Leere Schubladen. Das kann, glaube ich, auch nur in der Männerwohnung passieren, dass irgendeine Schublade leer ist, oder? So. Mach die Tür auf! Ups. Entschuldigung, was war das? Irgendwas. Ja, das ist auf jeden Fall eine Männerwohnung, ja. Okay. Immerhin war da so Pseudo-Gemüse drin. Was haben wir denn hier? Ach, Tudu, guck mal. Remind Jesse, pick up Matt's flowers for funeral. Okay, habe ich irgendwo Blumen? Nee, ne? Ich erkenne ja viel mehr als beim letzten Mal auf einmal. Okay, Schlüssel habe ich mitgenommen. Das ist schon mal viel wert. Habe ich das letzte Mal gemacht? Keine Ahnung. Simon Jarrett, okay. Darf ich das auch öffnen oder möchte ich die einfach ignorieren? Offensichtlich möchte ich die einfach ignorieren. Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal ab. Also ein paar Sachen habe ich auf jeden Fall schon mal entdeckt, gegenüber meinem ersten Versuch. Und den ersten Versuch habe ich eigentlich auch nur nicht weiter fortgeführt, weil da war die Performance richtig scheiße. Das sah extrem hakelig aus. Man hier, so wie es aussieht, haben wir hier auch ein ordentliches, also zumindest jetzt in der Vorschau, ne? Tearing heißt das, glaube ich, dass das Bild so ein bisschen zerfetzt wird, aber es geht. Jesse the Grimoire, bitteschön. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? I guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they
they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Sehr sympathisches Gespräch, finde ich. So. Schon sind wir da. Also ob das jetzt alles irgendwelche Änderungen mit sich gezogen hat, dass ich zum Beispiel meine Schlüssel mitgenommen habe, die ich letztes Mal, glaube ich, nicht mit dabei hatte. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Kann ich jetzt gar nicht beantworten. So, okay. Ja, der erste Part wird ein bisschen länger. Dr. Munchie? Weil, ja, ist ja noch nicht viel passiert. Das Schöne ist, wenn ich Part zu Part schneide, ne? Was haben wir denn hier Schönes? David Munchie, wir treffen jetzt gern. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jared erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an! So, und mach dein Zeug bereit. Aber das ist noch gar nicht so lange her, ne? Tatsächlich vom, ah, jetzt haben wir den 2. Mai, alles klar. Seit dem Unfall ist noch nicht viel Zeit vergangen. War das Anfang April oder was? Ich weiß es nicht mehr genau. Hi Paul, habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro nutzen können. Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem könnten wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peake am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. Ja, aber nicht nett. So. Und wir sind ausgesperrt. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Way dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unsere Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Paul. So, und die Notiz ist... Ja, die war hier. Ich glaube, irgendwo hier. 2501. Da unten rechts sehen wir es, ne? Wahrscheinlich. Okay, wie auch immer. Schönes Buch. War sonst irgendwas Interessantes da drin? Oh. Versuch und Irrtum. Weg mit dem Skalpell. Das Gehirn kann sich selbst heilen. Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten. Eine Formbarkeit, die ihm die Kompensation und sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktorand der Neurowissenschaft der York Universität in Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und sein Kollege David Munchie, seines Zeichens Student der Computerwissenschaften, anzuregen hoffen. Es geht darum, dein Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Munchie und Berg suchen dabei aber nicht nach einem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, die man einen Nakajima-Neurograph nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Munchie. Aber anstatt eines statischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Dabei handelt es sich nicht um eine weitreichende Vorhersage, sondern nur um Millisekunden. Aber mit dem richtigen Computerhardware können Berg und Munchie jede Art von Medikament verabreichen, ohne dabei zu riskieren, das tatsächliche Gehirn zu schädigen. Wir könnten versuchen, ihrem Gehirn eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, während der Körper einen Marathon läuft, führt Berg als Beispiel an. Es ist nur ein Computermodell. Wir sind in der Lage, sie eine Million Mal falsch zu behandeln, nur um die richtige Methode zu finden. Und wenn sie schließlich die optimale Behandlung finden, wenden sie auf den tatsächlichen Patienten an. Ihr Forschungsprojekt steckt zwar noch in den Anfangsstadien, hat aber schon die Aufmerksamkeit der Pace Laboratories auf sich gezogen, die ihn hinsichtlich Ausrüstung und Arbeitsbereichen unter die Arme greifen wollen. Wir haben großes Glück, solche Unterstützung zu erhalten, sagt Berg. Jetzt müssen wir nur noch das Rampenlicht verlassen und das Konzept auch umsetzen. Tada! Auch alle sehr aktuelle Themen, ne? Darf ich ihn da reinstecken? Nee. Okay, so klappt es auf jeden Fall nicht. Einfach draufschmeißen, klappt nicht. Ich mag, dass hier so ein bisschen Physik ist, ne? Auch wenn ich hier gerade totales Chaos verursache, aber ist mir egal. So. Hallo? Ich glaube, ich habe noch nie aus diesem Fenster hier rausgeguckt. Schöne Stadt. Gut, dann würde ich sagen... Was? Fuck. 2501 war das, ne? Tada! Achso, die Tür war, glaube ich, alle zu. Genau, die Tür war offen, aber da ist nichts drin. Was haben wir hier? Ja. Okay.
Außer einen Rechner, den wir, glaube ich, nicht in die Hand nehmen dürfen. Man sieht hier schon, wie dunkel das ist, obwohl es hier eigentlich relativ gut ausgeleuchtet sein dürfte. Explosionsraum dürfen wir nicht rein. Was haben wir hier? Aha! Ganz viele Tabellen und Graphen. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Gut. Hier dürfen wir noch nicht rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das mein Gehirn ist. Das wäre eigentlich ganz nice, wenn man auch oft mal sein eigenes Gehirn in Scheibchen sehen könnte. Aber ich glaube, hier war nichts für uns. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rein. Out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Mr. Munchie? Did something go wrong? Ja, ne? This isn't funny. Hat sich ein bisschen was verändert, würde ich sagen. Mal grad. Ah, wir haben Licht. Sehr, sehr geiler Effekt übrigens, dass wenn das Licht angeht, wir kurzzeitig echt verschwommen sehen. How did I get here? So, und ich würde vorschlagen, wir machen hier einmal den ersten Cut, weil, ja, Prolog ist abgeschlossen soweit, ne? Und ja, sehen wir uns dann beim nächsten Part dann hier wieder und erfahren, wie es weitergeht. Also, bis dann. Tschüss.